Mutterkornalkaloide sind Inhaltsstoffe verschiedener Pilze, werden vor allem aber vom Mutterkornpilz hergestellt. Die Vergiftung von Getreide mit Mutterkorn sorgte bis ins 20. Jahrhundert für Vergiftungen und Massensterben durch alkaloidbelastetes Brot und zu einer höheren Kindersterblichkeit. Neben dem Vorkommen im Mutterkornpilz werden sie noch in weiteren Pilzarten synthetisiert. Neben ihrem Auftreten in Pilzen finden sich die Mutterkornalkaloide in wenigen Pflanzen. Der Mutterkornpilz lebt parasitär auf Roggen und Süßgräsern. Sein bevorzugter Wirt ist der Roggen, aber auch Weizen, Gerste, Hafer und Dinkel werden von ihm befallen. Dieser Pilz bildet zum Überwintern das Mutterkorn, ein Sklerotium, welches länglich und kornähnlich ist. Die Pflanzen werden durch Sporen infiziert, die durch den Wind über die Felder getragen werden. Nach der Infektion bildet sich ein Pilzmyzel und später das Sklerotium. Das Mutterkorn enthält bis zu 1% Mutterkornalkaloide. Unter ihnen ist das Ergotamin, das Ergosin, das Ergocristin und das Ergocryptin. Zur Wirkung und Toxizität. Mutterkornvergiftungen treten in zwei verschiedenen Formen auf. In beiden Fällen kommt es jedoch zu Kopfschmerzen, Übelkeit und zu einem Kribbeln, insbesondere in den Extremitäten. Bei der sogenannten gangrenösen Form kommt es zu Durchblutungsstörungen der Extremitäten und zu starken Schmerzen. Bei der anderen Verlaufsform, der konvulsiven, kommt es dagegen zu zum Teil stundenlangen Krampfanfällen. Des Weiteren kann es zu neurologischen Langzeitschäden führen. Bereits 5 bis 10 Gramm des Mutterkorns kann beim erwachsenen Mensch zum Tod führen. Verantwortlich dafür sind der Mix aus verschiedenen Mutterkornalkaloiden und deren hohen Konzentration. Bei der Isolierung einzelner Alkaloide und deren Einsatz in definierten Mengen können die Alkaloide wie zum Beispiel Ergometrin und Ergotamin aber auch zur Behandlung eingesetzt werden. Ergometrin kann so zum Beispiel zur Geburtshilfe eingesetzt werden. Generell zeigen die Mutterkornalkaloide eine wehenfördernde Wirkung. Ergotamin hingegen kann gegen Migräneanfällen und Clusterkopfschmerzen eingesetzt werden. Die Mutterkornalkaloide zeichnen sich durch ihr Ergolin-Grundgerüst und einer gleichen Biosynthese aus Tryptophan und Dimethylallylpyrophosphat aus. Insgesamt umfasst die Gruppe 80 Einzelverbindungen, die sich in die Glavine und in die Lysergsäuren unterteilen lassen. Die Lysergsäure ist ein bekannter Vertreter der Mutterkornalkaloide. Neben dem Vorkommen im Mutterkorn findet sich die Lysergsäure auch in Windengewächsen. Die Lysergsäure ist ein tetrazyklisches System mit zwei Stereozentren. Es ist schlecht in Wasser und in organischen Lösungsmitteln löslich. Die Säuregruppe ist in der Lage, mit Aminen Amide zu bilden. Die Lysergsäure wird aus Tryptophan und Dimethylallylpyrophosphat synthetisiert. Nach der CC-Bindungsknüpfung entsteht nach Dekarboxylierung, Zyklisierung und Oxidation Canoclavin. Nach einer Oxidation zum Aldehyd ist eine Cis-Transisomerisierung erforderlich, um im nächsten Schritt erneut zu zyklisieren. Das entstehende Elimoclavin wird zu Delta-8,9-Lysergsäure oxidiert und schließlich zur Lysergsäure isomerisiert. Andere Mutterkornalkaloide werden nach ähnlichen Muster synthetisiert. Der Aufbau weiterer Lysergsäuren geschieht durch weitere Derivatisierung. Die Synthese der Clavine zweigt vor der Ausbildung von Elimoclavin ab. Mutterkornalkaloide sind aktive Wirkstoffe. Insbesondere die Amidderivate der Lysergsäure sind hochaktiv. Berühmtes Beispiel ist Lysergsäure-Diethylamin, welches als LSD bekannt ist. Aufgrund ihrer hochpotenten Wirkung waren und sind die Mutterkornalkaloide beliebtes Forschungsthema von pharmazeutischen WissenschaftlerInnen. Durch Derivatisierung der Alkaloide ist es gelungen, mehrere Medikamente wie das Methylergometrin oder Lysurid zu entwickeln und zu vertreiben. Bei solchen Forschungen gelang es dem Schweizer Albert Hoffmann, ein künstliches Derivat der Lysergsäure, das Lysergsäure-Diethylamid, herzustellen und seine Wirkung zu protokollieren. Das Überraschende an LSD ist seine hochpotente Wirkung. Bereits 50 bis 300 Mikrogramm
führen zu der Wirkung. LSD ist ein Amid der Lysergsäure. Lysergsäure kann durch die Umsetzung einer geeigneten Kupplungsreagenz mit Diethylamin zu LSD umgebaut werden. Heutige Verfahren zur Synthese von Mutterkorn-Alkaloid-Derivaten sind meist halbsynthetisch. Das bedeutet, dass die aus Mutterkorn gewonnenen Alkaloide weiter derivatisiert werden. Neben körperlichen Wirkungen des LSD, wie zum Beispiel die Erweiterung der Pupillen und die Erhöhung des Blutdrucks, stehen die psychologischen Wirkungen im Vordergrund. Hier treten vor allem Wahrnehmungsveränderungen im Zeitgefühl und bei optischen und akustischen Reizen auf. Zudem können Halluzinationen auftreten. Durch die Verstärkung der Wahrnehmung und deren Veränderung können dabei auch stimmungsverändernde Zustände wie Glückseligkeit, Zufriedenheit, aber auch Angstgefühle eintreten. Aufgrund dieser Wirkung hielt Hoffmann LSD als geeignet für den Einsatz innerhalb eines kontrollierten psychotherapeutischen Rahmens. Der Gebrauch als Gesellschaftsdroge und die darauffolgende repressive Politik verhinderte jedoch eine derartige Verwendung.